So, da sind wir wieder. Das haben wir lange nicht mehr gemacht. Ich find's mega. Ich hab's auch noch nie mit dir gemacht. Ja, wir haben das auch hier ewig nicht gemacht. Irgendwie vergessen. Nee. Also es geht für alle, die jetzt sagen, hä, was ist das? Die Älteren erinnern sich vielleicht, ja, und können jetzt hier in der Großfamilie, die jetzt vom Fernseher sitzt, das mal erkennen. Es geht darum, dass wir echte Dialoge uns genommen haben aus Verkaufsanbahnungsgesprächen aus eBay Kleinanzeigen. Das heißt, da muss man erstmal so sozial miteinander interagieren. Und dann kann man, wenn alles gut läuft, was verkaufen oder etwas kaufen bei eBay Kleinanzeigen. Das sind manchmal dann doch schon tiefe Blicke in menschliche Abgründe, diese Verkaufsanbahnungsgespräche. Und wir machen das jetzt hier. Wir werden die einfach Originalgespräche aus eBay Kleinanzeigen werden wir jetzt auf die Bühne bringen. Und da merkt man erstmal, wie Leute eigentlich so im Internet miteinander reden, was man sonst nicht machen würde. Und wir schreiben nicht mehr das Jahr 1985, sondern wir sind in der Gegenwart. Und wir sind jetzt hier gerade bei eBay Kleinanzeigen. Das heißt, wir haben so also realistische, echte Dialoge aus dem Internet, wo Leute praktisch irgendwie was verkaufen oder kaufen wollen im Internet. Die haben wir uns genommen, transkribiert und werden die jetzt hier auf die Bühne bringen, werden die einfach mal durchspielen. Wir spielen das durch, wie an der Volksbühne. So ist das, genau. Wie an der Volksbühne. Tür auf, Tür zu, Theater. Das machen wir jetzt. Du bist Heidi Kabel, ich die anderen. Geh du hinter die Tür. Ich gehe hinter die Tür. Und ich bin jetzt in der ersten Runde. Joko, bin ich der Verkäufer? Private Frage. Ja? Wenn ich das verkacke, können wir das schneiden? Nein. Ich hab's Angst. Ich hab immer so Leistungsdruck, wenn ich solche Situationen mit dir durchspiele. Ja, naja. Aber was soll man denn hier. Also das Ding ist, ganz ehrlich. Also für so Sachen, wo es egal ist, dass was schief geht, ist der beste Beruf auf der Erde Joko und Klaas. Okay, gut, dann fühle ich mich schon wieder sicher. Das ist alles nicht so schlimm, ne? Das ist alles mit eingerechnet, dass die meisten Sachen schief gehen. So, also, unser erstes Produkt ist dieses voll funktionstüchtige Handrührgerät mit Knethaken und Rührhaken und so einem Dings hier. Und das soll 30 Euro Verhandlungsbasis kosten. Los geht's. Was letzter Preis? 20? 15? 19? 16. 18? 17. Okay. Nein. So. Wir haben einen weiteren Gegenstand, ein Produkt, was verkauft werden sollte auf dieser Plattform, einen Bluetooth-Speaker. Bluetooth-Speaker für 55 Euro, da sollte es so losgehen. Ich habe Interesse. Hi, wann möchtest du es abholen? Jetzt. Jetzt kann ich nicht. Jetzt. Könntest du eventuell einen Termin ausmachen, anstatt immer jetzt zu schreiben? Ja. Wann möchtest du es abholen? Yeah. So. So, jetzt geht's hier um dieses schöne Dings hier. Hier hat jemand so einen Fahrradrucksack reingestellt für 60 Euro Verhandlungsbasis. Hallo, geht auch 50 Euro. Ja, okay, passt. Danke. Ist PayPal-Zahlung möglich? Ja, auch. Aber bitte Freunde senden, damit keine Gebühren entstehen. Hallo? Besteht noch Interesse oder kann ich es weiterverkaufen? Wir sind keine Freunde. So, was haben wir als nächstes hier? Das hier, eine wunderbare Jacke. Sieht sehr ungetragen aus, das gute Stück. Ich zeig's noch mal hier in Gänze, damit wir auch wissen, worüber wir reden. Eine Jacke, die soll verkauft werden für 40 Euro. Ist die Jacke noch da? Moin, Sebastian. Ja, die Jacke ist noch da. Ja, kein Wunder, sieht scheiße aus. Aber ein noch, oder? Ja. Ein noch? Einer. Lass mal einen machen. So, ich möchte noch einfach. So. Was ist jetzt? Was kommt jetzt? Ach so, ja, okay. So, hier. So, damit wir uns die Texte merken können, laufen die hier einfach mit und dann steht hier alles und dann kann man genau an dem Originaltext dranbleiben. So, also bei dieser Anzeige geht es um einen PC-Monitor, der im guten Zustand ist und verkauft werden soll. So. Hallo, ist der Monitor vollständig? Natürlich. Okay, vielen Dank. Kein Interesse, der Preis ist dafür zu teuer. Viel Glück. Gerne, danke. Ihr habt den gleichen für 110 Euro bekommen. Top, viel Spaß damit. Ich hoffe, Sie sterben. Moment.
Einen noch, komm. Einen noch, komm. Einen machen wir noch. Es geht um dieses wunderbare Auto, ein Mercedes-Benz C250. 21.000 Euro ist der Preis. Los geht's. 1.000 kann ich anbieten, MFG. Für was? Die Felgen. Also erstens verkaufe ich hier keine Felgen. Und zweitens glaubst du doch wohl nicht ernsthaft, die Räder von dem Bild für 1.000 Euro zu bekommen. Was bist du so ungut, du Koffer? So. So. Tatsächlich, das war's wieder. Recht herzlichen Dank, das war Joko Winterscheid. Danke. eBay Kleinanzeigen Karaoke.